Du hast hier schon wieder. Hast schon wieder hier ein Ständerproblem, David? Ich habe keinen Ständer. Klar, ne, da hast du wieder gar keinen. Also. Nee. Möchtest du dich darum kümmern? Ich würde mal okay, ich nehme jetzt die Karre hier weg. Ihr könnt es jetzt vielleicht schon im. Alles klar, das ist ein bisschen zu nah. Ja, okay, gut. Willst du vielleicht das Pitbike noch ein bisschen stärker gegen meine Transporterwand hauen? Los jetzt, Pia. Nimm du mal auf. Ich bin nämlich heute mit dir hier mit auf unserem Stuntspot. Und mit dir heißt David. Dem einzig wahren Vincent. Vincent Boost. Jetzt haben wir deinen zweiten Namen. Verraten so, Freunde, hier. Wir gehen jetzt mal hinter den Transporter. Nein, okay. Es freut mich, hier in deinem Video zu sein heute. Ja. Ich habe richtig Bock, denn was machen wir heute, Annika? Heute zeigst du mir Wheelies auf dem Pitbike, dachte ich. Ja, das war's schon, oder? Nein. Safe, machen wir. Ja, Annika, ganz kurze Frage, ne? Ja. Hast du neue Schuhe? Oh ja, ich habe neue Schuhe, wie man vielleicht sehen kann. Ich finde die richtig geil. Mhm. Guck mal einfach, das ist einfach mal was anderes. Ja. Oder? Findest Freunde, du? Das ist wieder das beste Beispiel für abgehobene YouTuber. Erstmal Schuhe shoppen gehen, ne? Die waren günstig. Ja. Wie teuer waren die? Outlet. Wie viel? 45 nur. 450 Euro! Nee, auf jeden Fall muss ich mir jetzt erstmal das Pitbike anschauen. Ich habe mir das ja gar nicht noch so, echt so richtig angeschaut. Was hast du jetzt alles dran verändert? Wir haben dran verändert, wir können ja mal ganz vorne anfangen. Also erstmal Felgen gepulvert, natürlich Neongelb, was auch sonst. Halb-halb fand ich ganz geil, weil es sollte ja ein Ebenbild werden von der großen. Ja. Wir haben schwarze Plastics gekauft, die ziehen sich ja überall hier lang. Ich finde noch süß hier den Kotflügel, ne? So ein richtig, kleiner ja. Kotflügel. Juhu, fein! Da haben wir ein Dekor drauf gemacht von DCC. Auch eigentlich genau das gleiche wie auf meiner großen. Es ja. wurde so ein bisschen dann matt. Eben auf das genau, auch in matt, genau wie auf der großen. Dann ja. haben wir hier oben den Lenker mal gepulvert. Ja, auch richtig geil. Richtig schick aus. Oder? Total dann geil. Hier Fußrasten. Genau, Fußraste ist gepulvert. Hier die Aufnahme vom Schalthebel bzw. Schalthebel selber ist gepulvert. Wir haben die Schwinge gepulvert. Luftfilter. Den haben wir auch noch geändert, weil der vorher, weil der war rot, also sah nicht so geil aus. Deswegen da jetzt der schwarze. Das Einzige, was jetzt eigentlich noch gemacht werden muss, ist die Sitzbank, weil die hat hier hinten halt so ein paar Gebrauchsspuren. Ja. Aber da habe ich schon ein paar Ideen, also das kommt demnächst. Ja, und ansonsten, aber es ist ja das Kleinste jetzt erstmal. Ansonsten ja. sieht es schon mal richtig, richtig gut aus. Gefällt mir richtig gut. Mhm, danke. Du bist ja. noch nie Pitbike gefahren, oder? Bist du schon mal richtig? Doch. Ja? Das erste Mal, wo ich im Gelände war. Da hatte ich als allererstes nur ein Pitbike. Aber also ein richtiges Pitbike? Ein richtiges Pitbike. Das ist schon ein Premium-Pitbike. Das klang auch so laut. Echt? Ja. Wollen wir einen Soundcheck machen? Ja klar. Ich glaube, ich weiß Let's ja nicht. Go. Ja komm, dann schieb das mal in die Mitte und dann musst schieb du das jetzt mal nämlich anklicken. Licht. Alles Stimmen wir anklicken. Oh ja. Das ist so geil. Ich liebe dieses Ding, wirklich. Jetzt machen wir mal, bevor du das ankickst, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade von meinem Video kommt. Wahrscheinlich, aber deins wird ja eher online kommen. Das kann gut sein. Vielleicht können wir das auch timen, dass das gleichzeitig online geht, aber ich muss hier mal die Handyhalterung abnehmen, weil dann kannst du gleich barrierefrei das Pitbike bewegen, ja? Ist ja in deinem Interesse, hoffe ich. Ja, ich muss mich davor dann noch umziehen, nicht, wenn ich mich dann wirklich am Ende packe im Wheelie. Schreiben Sie mich überhaupt wovon ich nicht ausgehe jetzt. Weil ich kenne das Motorrad nicht und da ziehe ich mir doch lieber mal Schutzkleidung an. Sollte ich eigentlich immer machen. Ja, aber ist halt manchmal so, dass man es vergisst. Suchst du jetzt hier Ausreden für keine Schutzkleidung? Geil! Ah, da kann man auch die Fenster runter machen. Ah, ist das geil. Toller Zug, oder? Das habe ich als Kleiner immer gemacht. Dann habe ich immer 2 Stunden lang den Kopf rausgestreckt, die Zunge so. Das erklärt einiges. Gut, viel Spaß bei meinem Video. Ich bin. So, okay. Kann ich das anklicken? Ja. Warte mal, ich will mal ganz kurz. Ja, hoffentlich zerstöre ich mir jetzt nicht meine Schuhe. Sieht richtig gut aus mit der Sonne. Ja. Top. Ah. Oh! Okay, also ich weiß jetzt nicht genau, was das war, aber bist du mal. Ich hab richtig komisch den Fuß gehalten. Geht's? Ah, weil ich meine Schuhe nicht dreckig machen wollte. Mach mal vernünftig, tut das so weh. Ach, ich bin richtig komisch aufgekommen. Hä, kick mal vernünftig, mach mal den Fuß gerade. Warte doch nicht so krumm. Komm ich nicht auf die Fußraste? Nee, das geht eigentlich. Ich will einfach mal. Ich hab grad voll Schmerzen. Ich auch. In meinem Herzen. Hä? Ah, du fällst ja das brutal aus. Scheiße! Das ist richtig professionell. Oh
an dich, das Pitbike. Auf jeden Fall, ja, ja, klingt auf jeden Fall wie? Richtig geil. Oh, richtig geil, das wollte ich hören. Für so eine kleine Mopete. Oder? 140 Kubik aber. Aber 140 Kubik, ja. Ich wollte es jetzt gar nicht glauben. Mehr als so manche YZFR oder WR 125. Du hattest auch eine WR damals, ja, ne? Eine WR. Das Ding hat mehr Kubik. Wie fühlt sich das an? Deprimiert, oder? Ich bin trotzdem schneller gefahren. Ja. Aber deine klingt auch besser. Nee, die ist schon cool. Klingt für mich. Oder? Aha, ja. Ja. Gut, dann ziehe ich mich jetzt um und dann genau, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, also, kleiner Wheelie-Exkurs. Pitbike. Ich meine, du kannst Wheelies, das wissen wir alle, aber mit dem Pitbike ist es nochmal was anderes. Du hast kleinere Räder, was das Ganze natürlich viel instabiler macht. Du wirst es auch merken, die Karre will sehr schnell nach links oder rechts kippen. Ja? Und auch sonst fühlt es sich nicht so stabil an wie bei der großen Maschine. Mhm. Deswegen versuche erstmal im zweiten Gang, machst du mit Kupplung oder Gas Wheelies? Kupplung. Mit Kupplung, sehr gut. Versuch im zweiten Gang einfach mal dann mit Kupplung eben die Wheelies zu ziehen und gewöhn dich erstmal so ein bisschen an das Ansprechverhalten. Und dann, wenn du merkst, okay, ich habe ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen, was die Wheelies angeht, dann kannst du ein bisschen höher gehen. Ist kein Hexenwerk, funktioniert eigentlich genauso wie bei jedem anderen Motorrad, aber ja, ist ein bisschen wackeliger. Aber du kriegst es hin. Ich taste mich langsam vor. Das, ja, das kriegt sie auf jeden Fall. Oh. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Das kann ja nicht sein. Ich finde, das sieht so geil aus, wenn Annika die Karre anklickt. Richtig sexy, wirklich. Aber erstmal so. Ja, genau. Mach erstmal ganz langsam. Sie kriegen Wheelie hin. Wetten können jetzt noch abgeschlossen werden. Ich wette für ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Vielleicht nicht beim ersten Mal direkt, aber auf jeden Fall. Sie ist auch sehr ehrgeizig, muss man sagen. Eben. Da muss ich ja extra aufpassen, weil ich mir sonst das eigene Bein lenke. Ja, wetten ist auf jeden Fall okay. Ja. Super wichtig. Das ist gut. Du kannst auch ein bisschen besser lenken. Ist sie hochgekommen? Sie hast du gehört? Sie hat sich richtig kaputt gelacht. Ja, die ist hochgegangen. Oh. Hast du nicht gesehen? Nee. Jetzt pass auf. Mein Gott, jetzt, ohne Scheiß jetzt, ich dachte, sie fällt hin. Oh mein Gott, legit, ich dachte, sie fällt hin, das war so hoch. Echt? Ja, die Bremse ist scheiße vom Pitbike, das hätte ich ihr vielleicht sagen sollen. Vielleicht, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du die Lache durch den Helm gehört? Ich krieg Gänsehaut, oh Gott, guck mal, hier kommt schon. Pass auf, die Bremse hinten ist so. Ich hab schon gemerkt, dass du nur so. Ja. Naja, dann. Versuch schön mit dem Gas zu spielen. Ja, wenn du die Höhe hast, dann bist du hin. Dann muss man mal gucken, die Bremse leicht schleifen lassen. Gott, das sah so hoch aus. Echt? So, ich dachte, jetzt liegt es hinten vor. Ja. Das hast du angefühlt. Oder? Das gerade ernst, Leute. Das ist nicht irgendwie gespielt oder so. Ich habe wirklich gerade ein bisschen Schiss in der Buchse. Wirklich. Das sah so hoch aus.
aber auf der Kamera sieht es nicht so hoch aus. Gott! Hast du die Lache gehört? Ich hab wirklich, das kann nicht sein. Meine Nerven sind gerade am Ende. Ja, ich merk's. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich muss aber sagen, dass ich mich sicher fühle sogar. Echt, ohne Scheiß. Ich dachte jetzt mindestens, also die ersten beiden Male dachte ich, du legst dich jetzt. Das war so hoch. Echt? Das war so hoch, 1000%. Krass. Ich kann mal gleich ein paar Fotos machen. Das war so hoch, wirklich, ich hing hier, ich dachte so, oh Gott, was passiert hier? Das hat sich voll gut angefühlt. Voll gut gemacht, besser als ich die ersten Male. Echt? Ja, die ersten Male ich auf dem Pitberg habe ich gar nicht hinbekommen. WTF. Gott, mein Herz, wirklich. Warte. Was eine Romantik. Fühlst du das? Nicht so richtig. Er hat kein Herz. Ich hab, oh, keine Seele, aber ein Herz schon. Schon mal die Witze vorweggenommen. Ja, es sah echt verdammt gut aus. Es sah richtig geil, gut aus. Geil, das freut mich richtig. Wie doll freut dich das? Geil. Boah, hatte ich gerade Angst. Boah, ich hatte so gut. Angst. Ich hab schon gerade gesagt, am liebsten würde ich jetzt noch stundenlang üben irgendwie. Oder? Macht richtig Spaß, das Pitbike. Allgemein, ich bin eher zum ersten Mal so gefahren. Ja. Macht richtig Spaß. Ohne Scheiß, wir können ja noch eine Episode 2 machen und dann schleifst du mal Knie damit. Ja, dann nehme ich die Lederkombi auch mit und dann können wir uns abwechseln. Dann machen wir so einen richtigen Morgen. Vielleicht. Ich arbeite bis 18, ja. Nicht morgen. Na, mal gucken. Aber ich habe es ja auch schon bei Alisa gesehen und ich will das jetzt auch mal probieren. Alisa ist richtig ehrgeizig gewesen. Aber richtig die Sache ist, ich werde schon so an sich Supersportler, was ich nicht mache. Mhm. Und mit einer Supermotor schleift man ja kein Knie, also gewöhnlich kein Knie. Manche machen es trotzdem, aber mal gucken, wie ich mich anstelle. Ja, du gewöhnst dich eigentlich schnell dran. Ja. Und wenn du einmal Knie geschliffen hast die ganze Zeit, es ist so geil, es macht so Spaß. Aber vorher sah das heftig aus. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Annika, dass du dir auch ein Pitbike holen wirst? Boah. Zwischen 0 und 100%. Wenn ich den Platz und das Geld habe und die Zeit, dann 80%. Leute, 80%, das ist eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit. Annika und Pitbike, schreibt sie mal unten ins Video, in die Kommentare. Stimmt, könnt ihr echt mal machen. Ja, echt? Soll ich mir ein Pitbike holen oder doch erstmal eine Rennmaschine? Also ist schwierig, aber ich glaube, Pitbike macht mehr Sinn, weil auf dem Pitbike kannst du eben so viel lernen, was du eben auf einer Rennmaschine dann wieder anwenden kannst. Stimmt auch. Und es macht halt einfach Bock. Du kannst immer damit fahren. Mit einer Rennmaschine, was willst du hier großartig mit einer Rennmaschine machen? Nee, nur Rennstrecke halt, was für die Rennstrecke. Aber Pitbike kann ich halt noch mehr, jetzt mehr lernen und einfach so mal spontan fahren. Was ich mit einer reinen Rennmaschine, was nur für die Rennstrecke ist, das kann ich halt nicht. Das stimmt. Ja. Hat Spaß gemacht? Hat richtig Spaß gemacht nochmal. Freut vielen mich. Dank. Gerne. Auch an dich, Pia, fürs Filmen. Vielen Dank. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel groß zu labern. Merch gibt es noch nicht bei mir so viel. Check den Merch. Sticker, außer Sticker, genau. Sie sind unten verlinkt. Sticker. Genau, sie sind unten verlinkt. Bald wird auch, wie gesagt, noch neue Sticker geben. Ich glaube, das wird auch richtig gut ankommen. Aber ich verrate noch nichts. Ja. Ich weiß das sogar nicht mal von irgendwelchen dann Stickern. Dann sage ich es, nachdem wir hier das fertig gedreht haben. Oh, ho, ho, ho. Genau, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Schaut. Ja.